Nur 150 wurden Millionäre. Warum es in der heutigen Success Story geht, das erfährst du in diesem Video. Bleib jetzt dran. Vergiss auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu betätigen für die weiteren Video-Updates. Vor vielen, vielen Jahren wurden in den Vereinigten Staaten wurde ein Projekt gemacht. 1500 College-Studenten, die wirklich, man nennt die High Potentials in Amerika, die wirklich tolle Voraussetzungen hatten, die wurden befragt, was sie denn in Zukunft so vorhaben. Es wurden genaue Fragebogen ausgefüllt, es wurde geschaut, welche Fähigkeiten die haben und so weiter und wo die Reise hingehen könnte. Und 150 von diesen 1500 wollten, die hatten wirklich eine brennende Vision. Die hatten eine Idee, die sie verwirklichen wollten in deren Zukunft oder wirklich eine Vision, die unbedingt in die Tat umgesetzt werden sollte. Der Rest dieser 1500, die wollten mehr oder weniger einfach finanziell frei werden. Es wurde dann die nächsten 20 Jahre, über einen Zeitraum von 20 Jahren, immer halbjährlich Interviews gemacht mit diesen Absolventen, um zu schauen, wie die Entwicklung ist und wie es vorangeht. Und das Interessante ist, dass nach 20 Jahren von den 150 Personen nur einer nicht Millionär war. Also ich rede jetzt von diesen Personen, die eine brennende Idee hatten oder eine Vision, die sie umsetzen wollten. Einer dieser 150 war nicht Millionär, alle anderen ausnahmslos. Und der Rest, die wirklich nur finanziell frei werden wollten, das sind eben die anderen. Und das ist unglaublich, da war wirklich nur ein einziger Millionär, der Rest hat es nicht geschafft. Was soll man jetzt aus dieser Geschichte lernen? Wenn man im Leben keinen Erfolg hat, weil man aber etwas erreichen möchte, dann sollte man sich nicht rein aufs Geld konzentrieren, nicht das Geld in die vorderste Reihe stellen, sondern man braucht ein richtiges Warum, etwas, wofür es sich lohnt zu arbeiten. Man braucht irgendeine brennende Idee oder irgendeinen starken Grund, warum man aktiv wird. Das hatten eben diese 150, die Millionäre wurden. Das ist, glaube ich, eine der deutlichsten Studien, die es überhaupt jemals gegeben hat. Und das soll auch der heutige Tipp dieses Videos sein, finde ein starkes Warum. Da gibt es die verschiedensten Lektüren dazu. Du kannst dir YouTube-Videos suchen, wie man sein Warum findet. Es gibt Bücher. Ich kann dir zum Beispiel das Buch vom Alex Fischer Düsseldorf empfehlen. Reicher als die Bonk 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 heißt das. Da ist ein ganzes Kapitel, das habe ich gelesen, nur dem Warum finden gewidmet. Also das ist ein wirklicher Grund, warum es vielleicht noch nicht so geklappt hat bei dir, wenn du einer dieser Personen bist, die immer wieder mehr oder weniger scheitern in ihren Vorhaben. Wahrscheinlich hast du kein Warum, wahrscheinlich hast du keine brennende Vision von dem, was du erreichen möchtest. Das war schon wieder zu diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über ein Gefällt mir freuen. Hinterlass mir auch gerne einen Kommentar, abonniere meinen Kanal und betätige die Glocke für die weiteren Video-Updates. Wir sehen uns im nächsten Video.